Bei Demonstrationen in mehreren europäischen Städten haben zahlreiche Menschen Veränderungen im Iran gefordert. Hier in Rom beteiligten sich Hunderte an einer Kundgebung. Eine Teilnehmerin sagt: Wir kämpfen nicht für uns selbst, wir kämpfen für den gesamten Nahen Osten, für die ganze Welt. Das ist alles andere als eine normale Regierung. Sie versucht, alles zu normalisieren. Sie versucht, die Menschen auf der ganzen Welt davon zu überzeugen, dass die Kopftuchpflicht unsere Kultur ist und dass sich die Menschen die selbst ausgesucht haben. Haben sie aber nicht. Das ist eine große Lüge, sagt sie. Auch bei einer Kundgebung in Paris hatten viele Aufnahmen von Mahsa Amini bei sich. Am Tod der 22-Jährigen, die Mitte September unter ungeklärten Umständen im iranischen Polizeigewahrsam starb, entzündeten sich in der Islamischen Republik Proteste, die nach wie vor anhalten. In Berlin wurde ebenfalls demonstriert. Wir sind heute hier für Freiheit, für Solidarität, für Menschen, die dann sterben. Wir sind hier heute wirklich dafür, dass die Welt uns hört. Wir sind die Stimme für die Iraner und Iranerinnen, die Iran, die armen kleinen Kinder, die Jugendlichen, die sterben. Laut der Berliner Polizei nahmen rund 1200 Personen an einer Menschenkette zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor teil.